Und Essen gingen Tausende von Stahlarbeitern und Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf die Straße. Der Duisburger Oberstadtdirektor Klein gab den städtischen Bediensteten für die Teilnahme an Protestkundgebungen frei. Im Werk selbst ruht die Arbeit seit heute früh. Mehrere hundert Stahlarbeiter aus Duisburg-Rheinhausen demonstrierten heute Morgen vor der Villa Hügel, dem Stammsitz der Krupp-Dynastie. Hier will der Aufsichtsrat über die Neuordnung des Konzerns beraten. Sie übergaben dem Aufsichtsratsvorsitzenden Beitz eine Resolution, in der sie verlangen, dass das Werk Rheinhausen erhalten bleibt. Mehrere aufgebrachte Demonstranten drangen in das Innere des Hauses. IG Metall-Funktionäre verhinderten aber, dass die Aufsichtsratssitzung gesprengt wurde. In Duisburg-Rheinhausen selbst veranstalten Vertreter und Angehörige der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr eine Solidaritätskundgebung für ihre von der Entlassung bedrohten Kollegen aus dem Krupp-Stahlwerk. Sie verlangen ebenfalls, dass das Stahlwerk in Rheinhausen, eines der modernsten überhaupt, nicht aufgegeben werden dürfe. Sonst würde die Morgen 9 Uhr die Villa Hügel in Essen. Hier tagt der Aufsichtsrat der Krupp GmbH. Über 500 Belegschaftsmitglieder der Krupp-Hütte Duisburg-Rheinhausen sind angereist. Ihre Entschließung soll überreicht werden. Der Inhalt, ein Appell vor allem an die soziale Verantwortung der Krupp-Leitung. Die Männer stehen vor geschlossenen Türen. Als der Leiter des Aufsichtsrates Berthold Beitz hinter den Glasscheiben gesehen wird, bricht Tumult aus. Wir setzen große Hoffnung auf Ihr Wort, Herr Beitz, und ich darf Ihnen diese Entschließung überreichen. Ich glaube, es ist, ich habe das nicht gelesen, die Entschließung, aber es ist richtig, wenn die vielleicht 7 oder 8 Leute raussuchen, dass die reinkommen und dass sie nachher mit jemandem diskutieren, dass sie ihr paar vortragen können. Ne? Wir wollen alle rein, wir haben nichts mehr zu verlieren. Rufe heizen die Stimmung an. Kollegen versuchen zu beschwichtigen, vergebens. Minuten später stürmt die Belegschaft das Foyer des Gebäudes. Sicherheitskräfte schirmen den Aufsichtsrat ab. Einige Betriebsräte und Belegschaftsmitglieder sind zum Gespräch zugelassen. Sie wollen den Aufsichtsrat für sich gewinnen. Sein Einfluss soll den Vorstand des Krupp-Stahlkonzerns dazu bewegen, die Pläne zur Schließung des Hüttenwerks Rheinhausen vom Tisch zu nehmen. Nach einer Viertelstunde ist alles vorbei. Ich glaube, über die Einstellung der Arbeitnehmerseite brauche ich nicht zu sprechen. Die ist, glaube ich, klar. Die stehen auf unserer Seite. Und ich meine auch, einige der Arbeitgeberseite haben sehr nachdenklich Minen zur Schau getragen. Ich glaube schon, dass das sehr beeindruckend war und dass das Einfluss hat auf weitere Entscheidungen. Duisburg-Rheinhausen zur gleichen Zeit. Die Stahlkocher bekommen Besuch aus der Innenstadt. Mit 170 Müllwagen haben sich die Mitarbeiter des städtischen Fuhrparks auf den Weg gemacht. Alle 10.000 Bediensteten der Stadtverwaltung hatten für die Kundgebung dienstfrei. Eingeladen worden waren sie von der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr. Die Vorsitzende Monika Wulff-Mattis befürchtet, dass mit der Stilllegung des Krupp-Stahlwerkes auch Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst verloren gehen. Wir fordern eine nationale Lösung der Stahlkrise in einem vernünftigen europäischen Konzept. Wir wollen keine Wabbelmassen à la Bangemann über Stahlquoten, sondern wir wollen deutsche Interessen in Europa anständig wahrgenommen werden. Wenig später meinte der Bezirksvorsitzende Reinhold Mosch: Ich denke mit Mut daran, wenn Milliardenbeträge als Kapitaltransfer ins Ausland geschmuggelt werden. Und ich denke mit Mut daran, wenn Produktionsstätten in andere Länder verlagert worden sind, weil man dort noch heute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Hungerlöhnen ausbeuten kann. Wenn man dann weiß, dass verantwortungslose Gesellen in Chefetagen in ihrer menschenverachtenden Gesinnung die Existenz eines ganzen Stadtteils Rheinhausen auslöschen wollen, damit sie ähnliche Spielchen auch in Zukunft woanders betreiben können, dann kotzt einem das Ganze an. So manche Mülltonne blieb heute in Duisburg ungeleert, mancher Bürgersteig wurde nicht gefegt. 8.000 Demonstranten waren auf die Wiese vor dem Stahlwerk gekommen. Auch in den nächsten Tagen will die ÖTV die 5.300 Stahlarbeiter in Rheinhausen beim Kampf um den Erhalt der Hütte unterstützen.